differenzierte Maschinenpark und die umfangreichen betriebstechnischen Anlagen in den Tierstallungen benötigen zur fachgerechten Bedienung, Wartung und Reparatur speziell ausgebildetes Personal vor Ort aus dem Bereich Mechanik und Steuerungselektronik. Der Maschinenpark umfasst im Wesentlichen die Schlepper mit entsprechenden Anbaugeräten und Anhängern, Ladewagen, Feldhäcksler für die Flechtbewirtschaftung. Die betriebstechnischen Anlagen betreffen die elektronisch gesteuerten Fütterungseinrichtungen, Lüftungsanlagen, Förder- und Entsorgungseinrichtungen, Kraftfuttermischanlagen sowie die beiden Versuchsschlachtanlagen. Darüber hinaus sind die in diesem Bereich tätigen Fachkräfte zuständig für den Umbau oder die Herstellung von spezifischen Versuchseinrichtungen, zum Beispiel zur Messung von Leistungs- oder Verhaltensparametern bei Nutztieren. Diese Versuchseinrichtungen sind auf dem freien Markt nicht ohne weiteres erhältlich. Schließlich ist das Team der Betriebstechnik zuständig für die technische Sicherheit des Betriebes insgesamt sowie für das einwandfreie Funktionieren der technischen Stallanlagen rund um die Uhr in Verbindung mit einer elektronischen Leitzentrale. Die äußerst schlagkräftige und technisch aufwendige Kraftfuttermisch- und Portionierungsanlage der Versuchsstation ist für die Grundversorgung aller Versuchsbereiche mit definierten Kraftfuttermischungen sowie speziellen Versuchsfuttermischungen zuständig. Die Erstellung der Mischungen selbst erfolgt computergesteuert und vollautomatisch nach Eingabe einer Mischungsrezeptur via PC. Der Durchsatz der Anlage liegt bei etwa 800 Tonnen pro Jahr. Die Versorgung der Versuchstierbestände mit Standard- und Versuchsfuttermischungen wäre ohne diese Technik in der vorgegebenen Professionalität und Mischgenauigkeit nicht möglich. Die Kraftfuttermischanlage ist daher für die Durchführung von Exaktversuchen eine essentielle Einrichtung. Für die Vorbereitung und Bewertung der Versuche spielt das chemische Labor eine zentrale Rolle. Grundlage für alle Versuche ist eine probengesicherte Futterration. Daher ist das Labor unter anderem auch für die Probenaufbereitung, die Nährstoffanalyse und Dokumentation der verwendeten Futtermittel verantwortlich. Das zentrale Aufgabengebiet besteht jedoch in der Analyse der über die wissenschaftlichen Projekte erzeugten Produkte, zum Beispiel Fleisch und Eier, beziehungsweise der stoffwechselbezogenen körpereigenen Substanzen im Blut und in den Ausscheidungen der Tiere bis hin zu Ganzkörperanalysen. Vielfach dient das Labor auch als Mittler zu den hochinstallierten Labors in Hohenheim selbst. Das heißt, es werden Proben in der Versuchsstation aufbereitet und zwischengelagert für die weitere Analyse in Speziallabors, zum Beispiel molekularbiologische und biotechnologische Untersuchungen. Damit gehört das chemische Labor zum versuchstechnischen Instrumentarium der Versuchsstation. Zur Erhebung und Aufarbeitung der Versuchsdaten in der Versuchsstation haben verschiedene Fachdisziplinen Versuchstechniker als ständige Kräfte vor Ort etabliert. Sie arbeiten eng mit dem Fachpersonal zusammen
das für die Betreuung der verschiedenen Tierbestände Verantwortung trägt und ergänzt deren Aufgaben bei versuchsbezogenen Tätigkeiten wie Messungen, Wiegungen, Impfungen, Blut- und Gewebeentnahmen. Die Versuchstechnik stellt in diesem Sinne einen Teil der wissenschaftlichen Infrastruktur dar und verbindet in ihrer Funktion als Brückenkopf die wissenschaftlichen Fachgebiete in Hohenheim mit der operationalen Ebene in der Versuchsstation. Darüber hinaus nehmen die Versuchstechniker wichtige Aufgaben bei der Durchführung von Lehrveranstaltungen und Exkursionen vor Ort wahr. Der Bereich ländliche Hauswirtschaft ist das Versorgungs- und Kommunikationszentrum für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des unteren und oberen Lippenhofs. Die in diesem Bereich tätigen Fachkräfte versorgen ihre Kunden pro Jahr mit etwa 10.000 hochwertigen Mahlzeiten und verwenden dafür weitgehend beste Rohstoffe wie Fleisch, Eier, Gemüse, Salat aus der Versuchsstation selbst. Die hohe Qualität der Mahlzeiten ist nicht nur innerhalb der Universität bekannt, auch Fachseminare mit auswärtigen Gästen werden vom Team der Hauswirtschaft kulinarisch betreut. Neben dieser Hauptaufgabe obliegt dem Bereich Hauswirtschaft die Ausgabe, Pflege und Aufarbeitung der Arbeitskleidung sowie insbesondere die Belegung, Bewirtschaftung und Pflege der Übernachtungsräumlichkeiten für Auszubildende, Wissenschaftler und Studenten der Universität Hohenheim sowie auswärtige Gastwissenschaftler und Praktikanten. Darüber hinaus ist die ländliche Hauswirtschaft des Unteren Lippenhofs auch anerkannte Ausbildungsstätte für den Beruf ländliche Hauswirtschaft. Dazu ist die Bewirtschaftung eines hofeigenen Hausgartens unter anderem unentbehrlich. Die ordnungsgemäße Verbuchung und Registrierung aller Betriebsmittel und Warenströme liegt in der Zuständigkeit der Verwaltung. Neben den Waren, Ein- und Ausgängen, der Rechnungsstellung, der Inventarisierung, dem Personalwesen und der Bewältigung des Schriftverkehrs stellt sie dem Betriebsleiter auch die nötigen Planungsdaten für die Betriebsentwicklung und Dokumentation zur Verfügung. Das heißt, in der Verwaltung laufen letztendlich alle Fäden des Versuchsbetriebs zusammen. Die Betreuung, Erneuerung und Pflege der modernen EDV-Systeme durch die Verwaltung sind dafür ebenfalls eine unabdingbare Voraussetzung. Die Organisation und das Management des Gesamtbetriebes mit den beiden räumlich und geografisch getrennten Betriebseinheiten Unterer und Oberer Lindenhof sowie die Koordination der wissenschaftlichen Projekte mit den Versuchsanstellern ist die Hauptaufgabe der Leitung der Versuchsstation. Sie muss das Zusammenspiel der Kräfte so aufeinander abstimmen, dass sich das Potenzial der Versuchsstation mit seinem breiten Spektrum für die Nutztier- und Nahrungswissenschaften optimal entfalten kann.